Der Gewinner dieser Challenge gewinnt den neuen legendären Brawler Chester kostenlos. Ja! Ah! Was? Was ist denn jetzt passiert? Nein! Was war denn Oh mein Gott. Die Gegner hätte ich ausgeschaltet. Hallo Leute, hallo Jonas, hallo Lukas. Hallo Jonas, hallo Lukas. Hallo Lukas, hallo Lukas. Geil, ihr könnt Chester gerne schon mal auswählen, denn Leute, wir machen heute ein Chester vs. Chester Battle vor allen anderen. Und die Krönung, ja, der Gewinner dieser Challenge mit den meisten Punkten gewinnt den neuen Brawler Chester kostenlos. Wird wahrscheinlich reduziert sein, wenn er rauskommt, nehme ich mal an, 350 Gems. Und den zahle im Prinzip ich. Wenn ich selber gewinne, dann zahle ich mir selber. Kann man halt nicht anders machen. Also, viel Glück schon mal an alle. Ihr dürft natürlich Star Power Gadget wählen, wie ihr wollt. Und an euch da draußen, Leute, lasst auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Lasst auch ein kostenloses Abo da. Schaut unbedingt auch bei den Jungs vorbei. Und denkt daran, jetzt beim Update CC Pookie. Immer schön im Shop eingeben und alle 7 Tage neu eingeben. Das würde mich natürlich supermäßig freuen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt rein in die erste Map. So, Leute, wie immer gibt es natürlich Punkte. 10 Punkte für den ersten Platz, 1 Punkt für den 10. Platz. Und ich bin mal sehr gespannt, was ihr zu Chester sagt. Ich habe ihn ja schon ein bisschen getestet. Ich weiß nicht, ob ihr ihn schon so ausreichend getestet habt. Oder Nein. Nee, das ist ehrlich gesagt die erste Runde gerade hier. Oha, krass. Oh, der macht 5000 Schaden mit einem 4er-Angriff dann. Lol. Oh Gott, Lukas, weg hier. Lol. Lukas wollte mich vergessen. Der ist ja komplett OP. Digga, das ist ehrlich krank. Ne? Man sieht ja auch, wenn man zielt, so welcher Super-Skill das wahrscheinlich sein wird. Ja, man sieht es auch schon vorher an den Symbolen, ne? Ja, genau. Ich habe es gerade, ich sage jetzt nicht, was ich habe. Oh mein Gott. Alter, der ist nicht ganz geil. Ja. Ich verstehe es noch nicht. Ja. Also man versteht auf jeden Fall, dass der legendär ist, sage ich mal. Ne? Ja. Ja, er ist auch der Beste von den drei, würde ich so sagen. Oh, Lukas! Oh nein, Lukas ist so knapp gerade draufgegangen. Alter. Hallo! Ja, moin, oh, hallo Jonas. Moin. Ich würde diesen zufälligen Buff hier mal checken. Drück den mal gleich im Angriff. Ja, Lukas, also ganz hier die Kills haben wieder, ne? Da hinten sind 2 Cubes, hol ich dir jetzt. Ja, geh jetzt in den Säuresees rein. Oh, ich habe meine Ult aus Versehen gedroppt. Es kommen da so überall Popcorn-Dinger. LOL! LOL, Alter, was ist das denn? Das hört nicht auf. Hä? Hat 10 Sekunden gehalten. Krass. Frank, verpiss dich. Gefühlt hatte ich immer denselben Super-Skill. Ja? Ich hatte erst einmal Super-Skill, glaube ich. Hey, wie lange vergiftest du mich? Ich krieg immer noch Damage. LOL. Also 4 Ticks, ich dachte, du direkt aufhören. Seid ihr? Ah! Was? Digga! Ja! Junge. Alter, Junge. Ich hab Buff bekommen, ich hab einen Schadensbuff bekommen mit dem Gadget. Ja, krass, okay. Ja, ich weiß nicht, was ich gerade mit dem Gadget bekommen habe. Ich hab's einfach mal gezündet. Ulti, Gadget, alles. GG's, okay. Das heißt schon mal 10 Punkte für mich, 9 Punkte für Jonas, 8 Punkte für Lukas. Dann kannst du dir selber den Brawler schenken. Ja. Okay, weiter geht's. Next round. Okay, Leute, let's go. Nächste Runde. Boah, das ist echt krass. Guckt mal. Stell dich einfach in die Kiste rein und guck mal, wie viel Damage ihr schon beim dritten oder beim. Ja. Ja, das ist echt heftig. Ja, das ist ehrlich krass. Ich fand das Update ist schon vorher krass, aber jetzt bin ich echt so gehypt. Und spitz jetzt, also WTF. Ich bin mir echt sicher, dass der Ross halt damit zurückkommt. Also, ich weiß nicht, wie krass, aber boah, das ist, also no joke jetzt. Ich fand das so hart. Ah, 8-Bit. Ja! Ja! Was? Was ist denn jetzt passiert? Nein. Was macht ihr denn? Oh mein Gott. Das gibt's. Das Gegner hätte ich ausgeschaltet. Ja. Ja. Digga, ich dachte so, ich überrasche dich so. Hab so einen Hit mehr, ich dachte easy. Ja, ich habe halt auch wiederum mein Gadget gedrückt. Ich wusste gar nicht, was passiert ist da beim Gadget. Keine Ahnung, wo sieht man das, was passiert. Macht einen Schadensbuff, habe ich das Gefühl. Ich bin zu rot. Oder Angriffsschaden? Nee, das ist ein zufälliger Buff. Zufällig halt, ja. Ja, ja. Okay. Kann das sein, dass du schneller läufst oder so? Ist geil, aber. Wer von uns war jetzt weiter? Oh ja, ich. Ja, let's go. Junge. Ja, und Jonas natürlich. Ja, ich habe jetzt halt die Führung übernommen, ne? Aber auch nicht wirklich verdient. So, okay, wir gehen rein in die nächste Runde. Oh Gott, ich spawn direkt neben Jonas. Albtraum, ey. Das ist echt ganz schlimm, direkt neben mir zu spawnen, ne? Das wünscht man wirklich niemanden. Bist du lost? Ich hab doch schon mehr Schüsse als du gehabt. Ich hab so gar nicht mitgedacht gerade. Lol. Ich dachte so, ich hole den Easy. Der hat ja gerade schon 2 Schüsse gewastet. Aber ich habe vergessen, dass er einfach sein Dreierprojektil jetzt hat. Oh nein. Ja, da muss man auch drauf achten. Das ist krass, ne? Das ist halt aber auch so schwierig, damit zu rechnen, ne? Ey, du musst auf alles achten, ne? Das ist so krass. Ja. Das ist also wirklich cool. Das ist so unberechenbar, dieser Brawler. Das ist echt heftig. Ja. Da kannst du auch gar nicht so gefühlt mitrechnen oder sowas, ne? Ja, gut, schwierig halt, ne? Das ist halt dann schon richtig. Oh, jetzt habe ich mal die Stun-Ulti. Lol, Alter, okay. Auch krass. Jonas, die Pam verpisst sich einfach nicht. Also, Jungs, ich sag, also ansage, ich gewinne diese Runde. Easy. Oh, da wäre ich mir nicht so sicher. Also, wenn du wüsstest, wie viele Cubes Jonas hat, 14 Cubes ist, glaube ich, schon schwer zu toppen, ne? Wo bist du denn? Hat Jonas 14 Cubes? Achso, sollte ich ja jetzt nicht spoilern, ne? Ey!
Oh! Ja, voll daneben. Ja, du hast 13 Cubes, was ist bei dir los? Kein Wunder, dass du die Runde gewinnst. Naja, noch ist nichts vorbei, ne? Jonas, nee, denk an die Gadgets, ne? Schlau spielen jetzt und du gewinnst das. Easy. Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, gut, Lukas kann ja nichts, ne? Ja, ja. Mhm. Oh, oh. Wer holt sich die vollen 10 Punkte hier? Ah! Hey, du hast 11.000! 11.000 Schaden mit einem Schuss. Ich krieg dich noch. Ah, gut, das ist doppelt ein Cubes. Alter, Junge. Was zum Teufel? Krank. Okay, ich glaube, dein Bruder ist Z-OP. Ich glaube, ja. Jonas führt zwar immer noch, aber theoretisch kann Lukas das jetzt noch gewinnen. Ich glaube, ich bin wirklich komplett raus. Ja, wir gehen rein in die nächste Runde. Ey, Lojok, man kann mit diesem Brawler im Nahkampf Bull oder so killen bei Wirbelhülle. Ja. Weißt du, wenn du so schlau deine Schüsse ausspielst? Ja, das ist auch wirklich, ist auch ein Skill-Brawler natürlich, ne? Weil du auch echt viel mit den Gadgets so arbeiten musst. Aber ich weiß nicht, wie die E-Sportler so mögen werden, weil er vielleicht ein bisschen zu random wird, ne? Ja, ich glaube. Oh, der wird so random, ey. Das wird so ein richtiger Solo-Showdown-Bushcamp-Brawler, ganz ehrlich. Ja, den dann die ganzen No-Skills dann auch erstmal auspacken, ne? No-Front natürlich, aber. Ja, aber du musst ihn ja auch erstmal freischalten, ne? Also du musst ja auch ein bisschen was spielen dafür. Ja, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Du kannst ihn auch, glaube ich, direkt auswählen, ne? Jeder bei neuen Brawlern hat mir, glaube ich, gesagt, dass man direkt auswählen darf zum Freischalten. Ja. Genau. Also wenn man schon einen mindestens hat, einen legendären, glaube ich. Ja, ja. Ey, Lukas farmt schon wieder die Noobs da vorne. Ja, ich, merke das auch, ey. Das ist echt schlimm. Lukas, warum machst du das? Macht mir noch Angst, wenn er hier seine Ult lädt. Ich sehe das doch. Ja, welche Ult habe ich wohl, Jonas? Will ich gar nicht wissen. Wieso gehst du so auf mich? Dass so viele andere da oben sind. Oh Gott, der Bull hat mich getötet. Wo seid ihr, Jungs? Junge, Alter. Wusstest du, dass du das hast? Ja. Na, okay. Versteh schon, Jonas. Versteh schon. Was verstehst du? Ja, wo kämpfst du? Jonas! Jonas, wo bist Peel! Du? Oh! Mann! Oh. Schlecht. Guck, die holen dir. Der ist low. Nein! Ja, oh, Mann, Alter. Popcorn Ulf stark. Hat gecarried. Ja, letzte Runde. Boah, wer führt? Ihr seht es gerade eingeblendet an dem Punkt. Ich glaube, es ist ein knappes Rennen zwischen euch beiden. Okay, letzte Runde. Alles oder Orhan, Leute. Ihr kennt's. Es ist klar. Spielen nichts anderes als Alles oder Orhan in der letzten Runde. Hä? Was war das denn? Hat er mal einen Cube gescampt? Digga, ey, das ist wirklich ein Witz, Mann. Ja, was hast du denn gemacht? Du bist ja voll in mich reingerannt. Oh, ja, ja, auf Überraschungsbasis, sagt er. Ja, ich hab dich doch gesehen. Hast du? Ja. Ja, perfekt, Digga. Ja, wow, das war's komplett. Ich hab immer alles im Blick, du weißt, ne? Da kann man nichts machen. Ich geh mal jetzt. Ah! Oh Gott. Ja, komm, Jonas, klau. Oh, danke für die Cubes, ne? Ja, ja. Boah, ich glaube, jetzt habe ich echt gar keine Chance mehr, Alter. Mann, Mann, Mann. Au. Ja, ich will ja jetzt besser im Brawl Sven. Ich spiele jetzt immer Powerliga nachts. Nachts? Ja, ich mach mir übel Spaß aktuell. Ohne Witz jetzt. Ich spiele gerne Powerliga jetzt immer. Lol. Ja, ja. Hä? Hä, was? Stopp, was? Lol. Jawohl. Easy. Easy. Das war schlecht. Da musst du mal Powerliga spielen, glaube ich. Ah, ich habe Speedbuff. Okay, ah ja, jetzt, man muss halt nur drauf achten, was der Buff halt macht, ne? Dann weiß man das. 5 Sekunden immer, ne? Der Buff. Ah. Ja, aber der geht doch länger als 5. Ich lange 5 Sekunden. Ungefähr 5, ja. Okay, was macht das hier? LOL! Den Faustanstand. Ach, das ist der Stand. Was? War das die fünfte Runde eigentlich oder noch eine? Das war die letzte, ja. Wir sind tatsächlich durch und damit steht der Gewinner auch eigentlich fest und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Jonas ist, ne? Ja, ich glaube auch. Ja, also, ihr seht den Endpunktestand eingeblendet. Das heißt, herzlichen Glückwunsch an Jonas. Du bekommst einmal gratis Chester von mir. Ja, auf meinen Nacken mit Creator Code Cookie natürlich. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, schaut bei den Jungs vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao. Au. Ciao. Ciao.